Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. In der letzten Folge haben wir den letzten Wunsch angenommen und sollen, glaube ich, Blumen von seiner toten Frau zu ihm bringen. Aber jetzt erstmal sollen wir sie begraben. Zum Kern müssen wir überhaupt hin. Alter, was ist denn das schon wieder? Wir haben ja letzte Folge auch gegen eine neue Art von Monster gekämpft. Was sehr interessant war, muss ich sagen. Hi. Aber naja, schauen wir mal erstmal, dass wir sie begraben. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Ja, definitiv nicht. Zu nah am Haus. Ich suche weiter. Iris von Everick liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Ja, dann hier oben halt. Unterm Baum. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everick letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet. Dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Ich kann nicht viel über Iris von Everick sagen, aber ihre Bilder gefallen mir. Schade, dass sie aus ihrer Kunst nicht mehr Trost schöpfen konnte. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ich soll dir folgen. Also schön. Okay, seit wann können wir denn sowas machen? Wo bin ich hier? In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz.
Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Ach du Kacke. Jetzt also sowas auch noch. Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Der Geist aus der Steppe. Oft gelesen, ganz abgegriffen. Mhm. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Malerpalette. Passt perfekt. Passt perfekt. Und was mit der Teekanne? Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Hm? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Was? Warum zum Geier? Gott im Himmel, Alter, what the fuck mache ich hier gerade? Gut, nur noch einer. Zwei, perfekt. Erstmal wieder kurz gucken, ob ich irgendwie mein Schwert reparieren kann. Und warum habe ich jetzt überhaupt die Stahlwaffe drin? Oh, weil die deutlich besser ist. Willst du mich verarschen? Seit wann können wir die denn automatisch einsetzen? Absolut keine Ahnung. Ist mir aber jetzt erst gerade eben aufgefallen. So haben wir das hier.
kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Weinglas. Sieht wie das von Olgierd aus. Passt perfekt. Ach, da sind auch mehr Sachen. Liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Bro, wie viele sind denn das? Durch hier. Alter, jetzt muss ich echt wieder an Alchemie ran. Komm, komm, hier. Es während des Kampfes nicht erlaubt. Willst du mich verarschen? Ich darf wieder abhauen. Fahren hier. Ja, meine Herren. An sich bin ich ja noch am Leben, aber an sich auch nicht. Ich muss mir wieder Alchemietränke machen. So eine Schwalbe oder so. Ah, verdammte Axt. Komm. Komm, wir folgen jetzt. Komm. Komm mal, echt jetzt? Komm. Mann, danke. Das Medaillon vibriert. Eine Erscheinung? Nein. Ein Albtraum. Kristallisierte Angst, der du dich stellen musst.
Okay. Finden wir raus, bevor sie Angst hat. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Castel Ravello. Wein aus Toussaint. Teuer. Okay. Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Was sehe ich denn hier? Die hinteren waren aus, okay. Der Kamin an. Safe, oder? Ja. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen, stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa, an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Gut, das ist easy. Also folgen wir ihm. Ja. Nicht du schon wieder. Dieser Ort gefällt mir nicht. Okay, what the hell machen wir hier gerade? Eine Traumreise in der Bilderwelt. Das Schlafgemach. Das Handtuch hat Blutflecken. Der Docht ist fast weg. Blutflecken. Jemand hat sich die Hände gewaschen und dann das Handtuch benutzt. Wie spät ist es? Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Okay, er war wohl wieder mit also ein bisschen Beutezüge machen. Noch eine verschwommene Erinnerung.
Glas. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Da fehlt doch was. Das lebende Bild muss aussehen wie das Gemälde. Hierhin? Das stimmt noch nicht. Ja, aber ich glaube, da fehlt doch noch was. Ja, die Obstschale fehlt noch. Frisch, wie eben erst gewaschen. Obstschale und dann das. Nach hinten, glaube ich. Das lebende Bild. Ah, jetzt habe ich da nicht drauf geachtet. Das stimmt noch nicht. Apfel nach rechts, Traum nach links. Das lebende Bild. Rechts. Das gehört hierhin. Links. Müsste passen. Mitte. Vielleicht hierhin. Haben wir sie jetzt? Endlich. Genau wie im Bild. Perspektive ist ein bisschen anders. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd. Olgierd! Gut, drei Olgierds haben jetzt hier. Und da war es noch einer. Ach, es sind noch welche hier. Wie viele sind denn hier? Fünf waren es jetzt. Sechs, irgendwie sowas. Meister von Everecks Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Blutpakte. Über fremde Präsenzen. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Wer auch immer eine Erscheinung in unsere Welt herbeiruft, geht ein hohes Risiko ein. Ob sie nun als Geist im Äther aufflackert oder im Fleisch eines Wirteshaus, die Erscheinung strebt danach, Freiheit zu erlangen und richtet großen Schaden an, sobald sie dies geschafft hat. Daher müssen Erscheinungen stets innerhalb eines Schutzkreises beschworen werden, der sie derart zu binden vermag, wie es keine fesseln können. Der Kreis muss vollständig sein und darf keine Unterbrechungen aufweisen. Seine Linie muss von sicherer Hand gezeichnet werden, die die Kreide fest im Griff hat. Da schon ein falscher Schritt hervorgerufen durch Unaufmerksamkeit oder die Liste der Erscheinungen die Linie verschmischen kann, muss der Kreis durch eine Barriere aus brennenden Bienenwachskerzen zusätzlich abgesichert werden. Ein derart geschützter Kreis dient als Gefängnis, aus dem man der Erscheinung kein Entkommen gibt. Bienenwachskerzen. Die Tore der Mysterien, zwischen den Welten, die Bibliothek eines Okkultisten. Kreide, Blut, für irgendeine Magie möchte ich wetten. Das Anwesen war im Winter deprimierend finster.
Schwarzmagie. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Mal so versuchen. Komm zurück. Wir müssen reden. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Muss ich nehmen, verdammt. Ich habe sie alle durch. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht! Feuer! Hier drinnen, schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Okay. Das habe ich auch nicht erwartet. Bro, what the fuck geht gerade ab? Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Mache ich eigentlich gerade? So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bierhumpen. Aber es war Wodka drin. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Ehevertrag. Wie die unterzeichnet Iris, Billewitz und Olgierd von Everex sind übereingekommen, unsere Liebe mit einem Ehevertrag zu besiegeln und uns an bestimmte Vereinbarungen zu halten. Dieses Dokument soll als Eid vor den Göttern und vor allem, was wir als Heilige erachten, dienen, bis das der Tod uns schade. Wir werden einander mit gegenseitigem Respekt behandeln und die Wünsche und Meinungen des jeweils anderen angemessen beachten. Sollte es zu einer Trennung kommen, werden wir beide alle in die eingebrachten Sitztümer oder beweglich, ob beweglich oder unbeweglich, sowie vom jeweils anderen während des Zeitraums der empfangenen Geschenke behalten. Das von den Parteien erzielte Einkommen soll, soll nach jeweils eigenem Gut Dünken ausgegeben werden, wobei alle Kosten der Wartung und Instandhaltung gemeinsamer Besitztümer zu gleichen Teilen zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Okay, what the hell? Da kommt der hin. Nicht ganz. Die Erinnerung ist noch unvollständig. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Komm zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein!
Diener! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Moment, sind das jetzt... Ah. Szenen für die Ehe. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier gerade mache, ne? What the hell? Von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Naja, ich würde euch sagen, wie die Geschichte weitergeht. Gucken wir uns nächste Folge an, weil holy shit, what the hell? Naja, mal gucken, wie die Sache hier endet. Ciao. Euer Gladius.